Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Rabbids Kingdom Battle. In der letzten Folge haben wir es geschafft, hier endlich diesen Kampf zu schaffen. Der wurde in drei Runden aufgeteilt und dadurch haben wir jetzt Wario und Waluigi nochmal besiegt und die Lava-Königin auch platt gemacht dadurch. Und jetzt können wir hier weitergehen. Aber wie? Was zum Geil muss ich hier machen? Ich sehe schon, das ist, glaube ich, eine Brücke, die ich hochziehen muss, ja? Ach du Kacke, what the fuck wird von mir hier erwartet? Moment, ich habe vielleicht die Idee. Hier. Muss hier runter. Und auf blau. Auf grün, meine ich. Ich hier ran. Kann ich das machen und auf gelb stellen, richtig? Ich muss auf blau und auf rot stellen, glaube ich. So. Bro, ich möchte doch nur nach vorne schieben. Dann haben wir das geschafft. Dann kann man hier drauf drücken. Ich dachte eigentlich, die sind viel schwierigeres Rätsel. Anscheinend ja nicht. Aber wir sind jetzt durch. Okay, das war also echt nur ein zweimal Blöcke dahinstellen und fertig ist es. Oder ich habe mich natürlich jetzt nicht so dumm angestellt wie manche andere. Bei diesem Level. Naja. Einfach weitergehen. Ach du Kacke, wir betreten jetzt tatsächlich Schloss Bowser oder wie? Da ist der Boss. Oh, das kann doch nicht jetzt schon das Finale sein, oder? Bowsers Festung. Hey, ihr müsst meinem Papa helfen. Er hätte dieses Ding locker fertig gemacht, aber irgendwas ist mit ihm geschehen. Dann sind wir zu spät. Wir sollten in den Pilzpalast zurückkehren und unsere Kräfte sammeln. Nein, bitte, es tut mir leid wegen vorhin. Ich weiß, es ist alles meine Schuld. Ach du Kacke, nein. Der Bug transformiert sich mit Bowser, oder wie? Ja. Holy shit. Megadrachen-Bowser. Der ultimative Boss. Da mache ich definitiv direkt schon extra Leben, weil ich bin mir sicher, dass dieser Boss extrem hart sein wird. Allein waren hier ein Haufen Valkyren rumstehen. So, 130 Schaden da. Naja, ich mach den hier. Fuck, das wollte ich gar nicht auf den. Ja, egal. Und der sich bewegt, kriegt als erstes drauf. Dann hier. Und schon dahin fertig. Wir schießen auf die hier vor uns. Der 1600 Leben. Die Frage ist halt natürlich nur 1600 oder hat er auch mehrere Phasen? So. Hier. Tritt. Ah, jetzt treffe ich auch meine eigene. Bescheuert. Rabbit Peach ist die erste, die drauf geht, habe ich das Gefühl. Ja, wir heilen uns schnell. Okay, er fliegt.
Okay. Ach du Kacke. Okay, der macht auch nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Nein. Moment. Er hat, glaube ich, gerade einen Bewegungsschuss, gell? Dann muss ich mit dem stärksten, mit dem Helden, den ich am meisten laufen kann, als erstes geben. Peach. Weil mich interessiert jetzt... Ja, er hat den Schuss drauf. Also komm, echt jetzt? Echt jetzt? Ja, schieß einfach los. 165 Schaden. Dann gehen wir erstmal mit Mario rum. Und kümmern uns um die Valkyrie hier hinten. So mit dem Hammer. Komm, das sollte doch funktionieren, oder nicht? Nein, doch nicht. Schade. Kümmern wir mal ein bisschen mehr Schaden mit Mario. Stecken uns hinter diesen Felsen hier. Und machen die noch down. Ja. Damit haben wir nur noch eine Valkyrie und Bowser. Aber safe ist nicht das nur der finale Kampf. Da ist bestimmt noch viel mehr dahinter. Oder wenn wir Bowser besiegt haben, kommt es zu einem weiteren Kampf nochmal gegen den Bug selber. Ja, beschleunigen wir mal. Es ist irgendwie viel zu leicht, habe ich ein Gefühl. Wir müssen uns bewegen, Moment. Stellen wir uns vor Bowser. Und klatschen einmal volle Mülle drauf. So, Mario muss einmal umnatzen. Und sich dann hier verstecken. So. Dann haben wir die Valkyrie auch down. Und jetzt kann man voll und ganz auf Bowser knallen. Aber das kommt mir irgendwie viel zu leicht vor. Dieser Boss. Der hat safe doch mehr als eine Phase, oder? Wir bleiben hier. Nämlich nur noch 34 Leben. Der macht bestimmt viel mehr Leben. Viel mehr Phasen. Der Kampf allein vor, bevor wir ins Schloss reinkamen, hat er schon drei Runden gehabt. Okay. Er hat sich geheilt, okay. Er hat mehr Phasen. Können wir uns nochmal heilen? Ach du Kacke. Ah, das war dumm. Ich hätte mich nicht dahin stellen sollen. So. Ich hätte mich nicht dahin stellen sollen. Aber das wird doch safe von vorher getroffen unten. Das sehe ich ja. Ich kann wenigstens den Schaden ein bisschen aufteilen. Einfach draufballern auf Bowser. So, und jetzt immer die Heldensicht. Ach, kommen noch neue Gegner hinzu. Mal fett 500 Schaden gemacht. Schilder, willst du mich verarschen? Hier. Ballern wir einfach auf Bowser. So. 166, also der Schaden ist... Das wollte ich nicht. Fucking hell. Ich wollte nicht laufen, ich wollte... Kann ich nicht zurückgehen? Fucking hell.
Das war ein Fehler. Das wird mir wahrscheinlich jetzt den Run vermiesen, oder? So. Einmal den abknallen. Und einmal den Waffenblick. Silberblick, glaube ich, war es bei ihr sogar. Okay. Ah, ich habe Peach getroffen. Scheiße, ich stand blöd mit Peach. Okay. Kritisch Tinte. Ach, du Kacke. Kritisch Tinte. Ja, ich kann die einfach alle umnatzen. Stecken uns da. Je nachdem, was ich jetzt mit Peach laufen kann. 1, 2, 3. Stecken uns hier. Und einmal das Schild aktivieren. So, wir müssen uns hier hinstellen und den einen Schilder da wegmachen. Warum? Hä, warum macht der weniger Schaden? Achso. Kümmern wir uns einfach um den. 1 KP, willst du mich verarschen? Glaube ich, war es zumindest 1 KP. Aber ist die einzige Attacke, die er macht, oder? Mit dem Feuer nach unten. Ja, gut. Wir haben es geschafft. Also die Runde haben wir überlebt. Das ist der kritisch. So, jetzt müssen wir schauen, wie weit wir mit dem kommen. Umnatzen. Umnatzen. Und einmal hier hin. Bowser hat auch das Schild, richtig? Ja. Ja, ich baller einfach auf den. Bowser kriegt auch ein bisschen Schaden dadurch. Jetzt noch Peach. Dann heilt sie sich sogar ein bisschen. Und wir können auf Bowser knallen. Und wir können jetzt sogar noch mit Ding angreifen. Ja, perfekto. Der Typ ist down. Ja, keine Gegner mehr. Und dritte Phase. Also 500 Schaden haben wir schon mal gemacht. Okay, jetzt landet er auf einmal. Der hat ein Schutzschild? Moment, what the what? Wie viele Angriffe hatten der jetzt? Aber den Rollangriff. Nein. Jetzt hier ab. Wieso kann ich den nicht angreifen? So. Peach geht down, das sehe ich jetzt schon. Ja.
Meine Fresse, Alter. Wir müssen schauen, dass wir die zwei am Leben halten irgendwie. Und uns nur um den Rest jetzt erstmal die kümmern und gucken, was mit Bowser los ist. Müssen wir erst alle Gegner besiegen oder was? Ich bin sowas von down mit Peach. Jetzt sind beide sogar bei mir. Peach ist down. Ich weiß halt nicht, was ich mit Bowser machen kann. Aha, ich verstehe. Ich muss mich hinter den Stahlblöcken verstecken und dann, wenn er angreift. So. Okay. Mal den hier. Einmal heilen. Einmal Hammer-Time. Ich hoffe, das ist die letzte Phase, die wir machen müssen mit dem. Nur auf Mario gehst. Scheiße. Na, kack, ich bin down. Ah, bin ich nicht. Ich hab Glück. So. Wenn wir hier. Fuck, ich hätt's. Ich hätte den Heldenblick nehmen müssen. Weil, dann hätte ich Bowser während dem Rollen auch noch getroffen. So. Einmal wieder hier hingehen. Einmal das Schild. Einmal auf den Typen da. So, jetzt greift Bowser an und ist gleich wieder verwirrt. So. Und der tut halt echt seine eigenen Leute auch wegnatzen. Er hat seinen eigenen Typen weggenatzt. Sowas liebe ich doch. So. Das muss ich jetzt so kurz machen. Dann kann ich das machen. Auf ihn knallen. Immun. Heldensicht anmachen. Rabbit Peach nochmal angreifen. Scheiße, jetzt habe ich mich selber in die Luft gejagt, gell? Ah! Trotzdem geschafft. Ich schätze, ich stehe jetzt irgendwie in eurer Schuld. Ich hoffe nur, du hast daraus etwas gelernt. Genau gesagt, hoffe ich, wir haben alle etwas daraus gelernt. Wir sollten nicht mit Kräften spielen, die wir nicht verstehen. Nun, ich kann nicht versprechen, dass ich für immer auf der Seite der Guten stehen werde.
Aber ich werde es versuchen. Ich habe schließlich meinen Papa vor einem großen furchteinflößenden Drachenvieh gerettet. Ich schätze, ich bekomme eine ordentliche Abregung, wenn er aufwacht. Es sei denn, ihr übernehmt die Verantwortung. Ich meine, er hasst Mario doch ohnehin schon, also... Ein verlockendes Angebot. Leider müssen wir in den Pilzpalast zurück, damit alle erfahren, dass die Gefahr gebannt ist. Nun, dann bis zum nächsten Mal. Das hätte man in 7 Zügen auch gewinnen können, okay. Ist jetzt eigentlich das Game vorbei? Oder nicht? Kampfzentrum, Robotorium aktualisiert, Teamrangaufstieg. Deine Helden haben jetzt mehr Kraftpunkte, 36 neue Waffen verfügbar. 10 Labergruppenprüfungen, weiter, neue Chorprüfungen. Okay. Was? Ist echt jetzt schon vorbei? Moin, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das Play jetzt schon, also das Game jetzt vorbei ist. Das Hauptgame zumindest. Naja. Also ich muss sagen, das Game hat mich echt überrascht. Ich dachte eigentlich, das wird irgendwie lamer, ne? Aber manchmal dachte ich mir echt, hä? Wie willst du denn in dieser Rundenanzahl schaffen? Aber naja. Mir hat das Spiel richtig gut gefallen. Ich weiß, dass es eine Erweiterung gibt dafür, aber allerdings werde ich die jetzt nicht sofort spielen. Ich möchte jetzt erstmal ein paar andere Let's Plays zwischenpacken, dass die auch Chance haben. Und dann spielen wir irgendwann die Weiterführung von dem Game, also den Zusatz. Den müsste ich auch noch kaufen. Weil, ja, ich habe dann Chance, bis ich dahin bin, dass ich dann erstmal alles, was ich bis jetzt habe, nachhole, also das Game zu 100% durchzocke, deswegen werden wir erstmal warten, bis ich mit der Erweiterung komme. Ich muss jetzt aber schauen, was für ein Game ich jetzt dann rausbringe als Ersatz. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt schon fertig bin mit dem Game. Ich werde auf jeden Fall dann offcam nach diesem Part oder allgemein bis der nächste Part erscheint mit der Erweiterung von Donkey Kong, glaube ich, war es. Muss ich auch noch gucken. Werde ich schauen, dass ich die ganzen Sachen, die ich noch nicht gesammelt habe, sammle, dass wir dann mit einem fast 100% Spielstand reinkommen, dass wir dann da reinmachen können. Aber das sammle ich jetzt nicht mit euch gemeinsam, weil das ist ja einfach nur Backtracking und Level, die wir schon kennen, nochmal spielen. Deswegen. Aber ich muss sagen, es hat mich positiv überrascht, das Game. Ich dachte, ja, Rabbit und Mario. Ich habe halt davor nie Let's Play oder so davon gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist Kingdom Spark. Oder The Last Spark, also der Nachfolger von dem Game halt. Da habe ich ein paar Videos gesehen, aber halt auch nicht komplett. Und ja, das kommt auch noch irgendwann. Aber erstmal müssen wir dann die Erweiterung von dem Game noch spielen. Aber das kommt erst... Das dauert noch ein bisschen, bis es kommt. Weil ich habe noch ein paar Games, die ich jetzt noch zocken will. Und ja. Ich muss allerdings gucken, dass ich auch ein bisschen Abwechslung reinbringe in das Game. Also in meine Let's Plays, weil ich habe gerade sehr viele Mario-Let's Plays gehabt in letzter Zeit. Deswegen muss ich gucken, was zocke ich jetzt? Ja, naja. Ich finde das Game, wenn ich das von 100 Punkten Punktzahl geben müsste, ich finde es jetzt nicht geil, also ich finde es jetzt nicht perfektes Game, aber ich finde es jetzt auch nicht scheiße. Also ich würde mit 80 Punkten würde ich das Game schon geben. Weil grafisch ist es nicht schlecht. Gamerisch, also spielerisch, naja, ich bin der Typ, der halt die ganze Kacke macht. Also, ich muss sie ja bewegen, das, was passiert. Das heißt, dieser strategische Effekt war auch da, das finde ich auch geil. Aber naja. Jetzt schauen wir einfach, wie es dann in der... Oder schauen wir nicht jetzt, sondern irgendwann, wie es in der Erweiterung weitergeht. Und ich finde gerade die Bilder da richtig geil.
Alter, als ob Rabbit Peach mit den ganzen Leuten, die wir gekämpft haben, noch ein paar Bilder gemacht hat. Aber ich muss echt sagen, ich habe ein paar Charakter überhaupt gar nicht benutzt. Luigi habe ich am Anfang benutzt. Rabbit Yoshi habe ich ganz kurz benutzt. Rabbit Luigi habe ich ein bisschen länger benutzt, aber auch fast nicht. Mario habe ich gar... Also, Rabbit Mario habe ich gar nicht benutzt und Yoshi habe ich gar nicht benutzt. Also ja. Was soll man dazu sagen? Ich überspringe jetzt mal die Credits. Zumindest jetzt noch nicht. Oh ja, 4 Welten das Game mit je 10 Leveln fast überall. Deswegen war ich jetzt ein bisschen verwundert, weil wir waren jetzt erst in Level 9 statt 10, weil in jeder andere Welt waren es 10 Level, bis der Boss kam. Aber ich schätze einfach, dass dieser Rundenkampf, den wir in Level 8 hatten, mit dieser 3-Runden-Kampf da, dass der auch schon als eigenes Level so extrem lang gedauert hat. Ich habe ja eine ganze Folge dafür gebraucht. Aber naja. Fazit ist, ich finde das Game nicht schlecht. Paar Mal bin ich halt selber schuld, dass wir ein bisschen mehr Schaden genommen haben, als wir mussten, weil ihr habt es ja gesehen, auch jetzt beim Bosskampf habe ich mich wieder verklickt mit Rabbit Peach, obwohl ich ein paar Leute umrennen wollte, habe ich zu früh A gedrückt und niemanden erwischt. Das ist mir öfter passiert, aber mei, Fehler passieren. Und ja, jetzt muss ich gucken, was dann als Ersatz kommt. Wir haben schon sehr viele Games durch, die ich zu Hause habe. Ich muss echt langsam wieder neue Games kaufen gehen, wenn es so weitergeht. Oder ich zock mal die Games, die ich nie angefangen habe, oder die ich angefangen habe, aber nie beendet habe. Muss ich gucken. Es gibt einen Haufen Games, die ich hier rumflacken habe. Die halt... Ich habe zum Beispiel Xenoblade Chronicles. Ich habe es angefangen, aber nie beendet. Denn in diesem Game ist das Kampfsystem irgendwie gewöhnungsbedürftig. Denn... Du kämpfst nicht automatisch, du kämpfst nicht wie normale Games, dass du, wie beispielsweise Zelda, wo du Y drückst zum Schlagen. Nee, die machen das automatisch. Du drückst bei denen im Xenoblade Chronicles, drückst du nur, also den Remake für die Switch halt, drückst du nur die Ulti-Attacken. Mehr machst du nicht. Und dann erkundest du halt den ganzen Kack. Aber naja. Ich guck einfach mal die ganze Spielepalette durch und guck. Vielleicht kommt ein interessantes Game noch, weil... Aber ich schaue, dass es kein Mario-Game jetzt wird. Was ich vorhab, ist eventuell irgendwann Mario Odyssey zu zocken. Aber das werde ich zocken, wenn Zelda durch ist. Das ist vielleicht einmal, weil das ist ja auch ein längeres Game. Ich habe eigentlich viele Games, die ich zocken will. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Jetzt bin ich eigentlich schon wieder komplett von der Beurteilung von dem Game weggegangen. Also ich fand, richtig geiles Game. Grafik kann sie sehen lassen. Für die Switch ist es eigentlich ein relativ gutes Game. Irgendwann kommt noch der Nachfolger, mal gucken. Ich habe mir zu Weihnachten gewünscht, vielleicht kommt er. Aber ja. Wir werden durch mit dem Game. Aber ich fand schon geil, dass ab und zu Bro. Diese Witze, die sie eingebaut haben, fand ich schon richtig geil, ne? Zum Beispiel Phantom, Welt 3, der Boss, war richtig geil. Dieser Fun, Tom. Und dann war es einfach nur ein Phantom, der Boss. Das fand ich schon geil. Und ja, wir haben eigentlich jetzt bis jetzt nie rausgefunden, wer unser E-Mail-Schreiber war, oder? Ich vermute halt einfach, dass es vielleicht das Mädchen vom Anfang war. Von dem Zimmer, die Rabbits alles verunstaltet haben. Also da wegen in dem Zimmer, wo halt alles gestartet ist, was wir am Anfang gesehen haben. Also ich vermute, dass es das Mädchen ist. Aber naja. Die Credits gehen schon ganz schön lang. Ich glaube, ich überspringe jetzt aber mal. Wenn je irgendein Gerät in der Weltgeschichte mehr Schaden angerichtet hat, dann würde ich das gern wissen. Moment mal, Geschichte. Mit dieser Zeitmaschine könnte ich es unseren früheren Ichs vielleicht leichter machen, Spawny und den Pilzkönigreich zu retten. Moment. Was, wenn ich schon das getan habe? Was, wenn ich die ganze Zeit mein größter Fan war?
Quatsch. Was für ein instabiler Egoist würde sich so sehr selbst loben? Obwohl, vielleicht sollte ich die Nachrichten wirklich an mein vergangenes Ich weiterleiten. Nur für den Fall. Liebster Beppo, dessen Mut, Intelligenz und Mitgefühl und so weiter und so weiter. Den Rest kopiere ich. Unser Mitgefühl ein leuchtendes Vorbild für uns alle sind. Falls mein Timing stimmt, brauchst du dringend Hilfe. Welchen Namen soll ich als Absender wählen, damit ich später, ich meine mal früher, nicht durcheinander komme? Ich hab's zum Beispiel für zukünftiger Beppo. Lieber Beppo, ja, das ist, wir waren der Absender, scheiße. Halt, ich hab den Anhang vergessen. Wir waren tatsächlich der Absender von den ganzen E-Mails. Aber wenn ich darüber nachdenke, vielleicht sollte ich es lieber lassen. Man weiß ja nie, welche unerwünschte Konsequenzen so etwas haben kann. Nun ja, was soll schon schiefgehen? Okay. Damit würde ich dann sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende jetzt vorzeitig mal das Let's Play. Und wir starten dann irgendwann dann die Erweiterung von dem Game. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.